Ich hoffe, das ist wichtig. Ja, wie sieht's an der Ghoul-Front aus? Dieser verdammte Roy Phillips ist einfach nicht abzuwimmeln. Kommt immer wieder und bettelt um Almosen. Wir wollen solche wie ihn hier nicht, basta! Wenn ich im Wettgeschäft wäre, würde ich einen Haufen Kronkorken draufsetzen, dass er bald gewalttätig wird. Aber das würde Tenpenny nervös machen. Ich mag es nicht, wenn Tenpenny nervös wird. Ich habe einfach nicht genug Leute, Roy Phillips und seinesgleichen zur Strecke zu bringen, sonst würde ich diese Misere ein für alle Mal beenden. Was zum Teufel kann man die an... Vielleicht kann... Was zum Teufel ist ein Ghoul überhaupt? Eine Art kranker Mensch? Vielleicht kann man die Ansässigen überzeugen, die Ghule hier leben zu lassen. Schon mal versucht, mit einem Ghoul zu sprechen, es gibt sicher eine Lösung. Ich glaube, ich kann Ihnen bei dem Ghoul-Problem helfen. Wo verstecken Sie sich denn? Ja, das ist eine gute Lösung, wie ich finde. Haben Sie nicht mehr alle Tassen im Schrank? Diese widerlichen Viecher bleiben gefälligst in den Metrotunneln. Nur über meine Leiche. Das lässt sich arrangieren. Eine Herausforderung sind sie nicht gerade, weil nur Spaßgule sind dreckige Kreaturen, die man abschlachten muss. Schauen wir mal. Wir probieren es einfach mal, Leute. Wir probieren es mal. Drohen Sie mir etwa? Sie sind eindeutig ein Idiot, also lasse ich es Ihnen mal durchgehen. Aber ich warne Sie. Ich werde Sie töten, wenn ich muss. Ich werde eine gewaltlose Lösung für das Ghoul-Problem finden. Ich glaube, ich kann ihn bei Ihrem Ghoul... Ja, nehmen wir das mit dem gewaltlosen... mit der gewaltlosen Lösung. Ha, mit Roy Phillips lässt sich nicht reden. Glauben Sie mir. Aber versuchen Sie ruhig, ihn zur Vernunft zu bringen. Es wird Ihr Untergang sein. Sie haben sich mit einem Haufen wilder Ghoul in den nahegelegenen Metrotunneln verkrochen. Der Haupteingang ist zu. Gehen Sie über den Güterbahnhof. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Wie ist es so aus Leben? Das brauchen wir nicht mehr fragen. Das haben wir oft genug gehört. Alistair Tenpenny auch. Sie haben einen Waffenvorrat. Wollen Sie mit mir handeln? Ich denke, wir können ein paar Geschäfte machen. Hier ist mein Sortiment. Oh, das ist ja cool. Oh, der hat echt ordentlich viel Munition. Na, wir aber auch. Munition, sonstiges, Stange Zigaretten, Schachtel Zigaretten, Vorkriegsgeld. Okay, Munition, Raketen, boah, die Mini-Atombomben haben wir auch noch, Hilfe, Psycho, Mentats, Jets. Medex brauchen wir. Ne, Medex brauchen wir gar nicht. So. Powerhelm hat er sogar. Können wir ja noch nicht benutzen, leider. Powerrüstung hat er auch. Sehr cool. Hilfe, Stimpex Kleidung. Okay. Waffen. Chinesisches Sturmgewehr. Es lohnt sich nicht wirklich. Ist relativ kaputt. Wir holen uns lieber Munition. Sturmgewehr-Munition. Mikrofusionszellen. Müssen wir sogar draufzahlen. Das gefällt mir eigentlich nicht so dolle. So. Eine Minigun hatten wir auch bei uns zu Hause, wenn ich mich richtig erinnere. So. Beenden. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Auf Wiedersehen. Ich habe sie immer noch auf dem Kika. Ja. Haben wir eigentlich schon eine Quest bekommen wegen dem Ghoul-Problem? Nein, das ist wirklich schade. Denn ich frage mich, wie ich diesen Güterbahnhof finden soll. Reden wir nochmal mit dem. Was? Ja, ich glaube, ich kann Ihnen bei dem Ghoul-Problem helfen. Wo verstecken Sie sich? Wirklich? Sie können was tun? Sie können es gerne probieren. Aber heulen Sie sich nicht bei mir aus, wenn Sie sich dabei verletzen. Sie haben sich mit einem Haufen wilder Ghule in den nahegelegenen Metrotunneln verkrochen. Vorsicht! Roy ist auch kurz davor, zum Zombie zu werden. Schätze, Sie machen das nicht aus reiner Herzensgüte. Habe ich recht? Wie wär's mit 500 Kronkorken? Zahlbar nach erfolgter Beseitigung dieses verdammten Ghouls Roy Phillips und seiner Gefährten.
Ja, sprach 100%. Wollen Sie eine Problemlösung oder nicht? Wenn, dann muss da mehr drin sein. Das nehme ich und jede weitere Hilfe, die ich kriegen kann, klar hört sich gut an. Hätte es so oder so getan. Hä, nee, ich will das nicht machen. Nun, vielleicht haben Sie recht. Dazu wäre ich früher oder später so oder so gezwungen gewesen. Wie wäre es mit weiteren 200 Kronkorken? Und hier, nehmen Sie dieses Gewehr samt Munition. Aber vermasseln Sie es nicht, ja? Roy Phillips und die Gang sind in den Metrotunnels von Warrington. Sie haben den Haupteingang verbarrikadiert. Versuchen Sie es über den Güterbahnhof. In diesen Tunneln ist es dunkel. Zuerst schießen und erst danach Fragen stellen. Tenpenny Tower, Quest hinzugefügt. Roy Phillips und seine Anhänger töten. Will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht. Wir werden jetzt mal dahin gehen und ich hoffe, dass sie uns nicht direkt angreifen, denn das ist nicht die Lösung, die ich wählen will. Hat er uns ein chinesisches Sturmgewehr gegeben? Hat er. Das ist aber nett. Ich will sie nicht töten. Guckt euch unsere Munition an. Das ist langsam echt krank. Wir brauchen auf jeden Fall im restlichen Spiel keine Munition mehr, wenn es so weitergeht. Na gut, vielleicht ein bisschen. Ich will die Ghule nicht töten. Ich sag's nochmal. Ich habe versprochen, dass ich die nach Tenpenny holen werde. Und das werde ich auch tun. Mann, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Noch mehr ärgert mich, dass ich irgendwie die Addons nicht zum Laufen bekommen oder dass keine Nachrichten mehr davon kommen. Also, seltsam, seltsam. Hier haben wir doch schon den Güterbahnhof. Ist ja wirklich ein Katzensprung. Entdeckt Güterbahnhof Warrington. Die kriegen das. Weiter feuern. Das sind wilde Ghule, die dürfen wohl sterben. Man muss zwar nicht unbedingt 3000 Mal draufschießen, wie es unser guter Sharon macht, aber die sind ja wirklich wild und wollen uns einfach umbringen. Oh, Scharfschützenmunition. Das hat sich sogar gelohnt. Was bist du denn für einer? Ein Leuchtender. Die sind wirklich gefährlich wegen der Strahlung, aber das macht uns auch nicht viel aus. Red Array, Gleisnägel, Red Array, Gleisnägel. Erste Hilfekasten, Blutpaket und Stimpack nehmen wir alles dankend mit und schauen uns erstmal weiter um, bevor wir weitergehen. Wortwitz. Ich kann nichts finden. Aha, ich verstehe. Da hinten kommt man nur so drauf. Dafür ist auch ein bisschen was versteckt, wie es aussieht. So. Tatsächlich ein Raketenwerfer. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Eine Granatenkiste. Oh, die sind wohl alle hier oben gestorben. Redaway, Granatenkiste. Munitionskiste mit 10 Raketen. Ja, Strahlenbelastung, Strahlenbelastung, so schlimm ist das nicht. Und liegen auch ein paar Leichen. Naja, Sharon macht die Strahlung ja nichts aus. Uns leider schon. So. Schade, dass man nicht selber gulifiziert werden kann, also ein Ghoul werden kann, das wäre ganz schön lustig. Erste-Hilfe-Kasten, Blutpaket, Haarklammer, Stimpack. Ein Heckenschützengewehr, das hier einfach so rumliegt. Das ist cool. Red-Ax. Red Away, Gleisnägel, eine Hand, Munitionskiste mit Scharfschützmunition, also ordentlich was zum Abräumen hier oben. So. Uah. Jump und 360. Wow. Ich hätte Sharon treffen müssen, das wäre episch gewesen. Ne, ich hasse so einen Scheiß, wenn man sowas macht. Ich hasse sowas. Deshalb werde ich es auch in diesem Let's Play hoffentlich nicht mehr machen. Ich schäme mich dafür. So, weg mit dem Gewehr.
schon genug Munition verschwendet und rein in die Rarigan-Tunnels. Und ich hoffe einfach mal, dass uns diese Ghule jetzt nicht direkt angreifen. Das wäre extrem ärgerlich. Munition nehme ich gerne mit, das Sturmgewehr allerdings nicht. Bitte greift mich nicht an. Ich will euch nicht töten. Ich bin auf eurer Seite, liebe Ghule. Wenn ihr mich hören könnt, ich bin auf eurer Seite. Nasi, ich brauche mal nicht. Ich bin auf eurer Seite. Das Spiel mag das, glaube ich, um so ein bisschen Strahlung zu geben. Das sind auch wilde Ghule. Der irgendwie nicht getroffen werden kann. Sharon tötet seinen eigenen Brüder. Boah, das war asozial. Oh, Sharon, du enttäuschst mich. Da musste ich dir ja sogar helfen. Level erhöht, sehr schön. Frisst das viele Punkte. Aber okay, so muss es nun mal sein. Das machen wir auf 80. Und Sprache machen wir auf 75 und noch zwei auf Energiewaffen. So, jetzt müsst ihr auch ein paar neue Extras haben, oder? Leichter Schritt, mit dem extra leichter Schritt lösen sie keine feindlichen Minen oder Bodenfallen mehr aus. Gesetzbringer, mit diesem Extra befinden sich an Leichen böser Figuren, die sie töten, ein Finger, den sie für 5 Kronkorken und positives Karma verkaufen können. An wen wird angegeben, wenn sie das Extra benutzen? Okay. Auftragskiller. Wenn sie mit dem extra Auftragskiller besitzen, befindet sich an jeder guten Figur, die sie töten, ein Ohr. Dieses kann eine preisgebende Person gegen Kronkorken mit etwas Negatives kann. Ja. Adamantium Skelett. Okay. Mit der Eigenschaft Adamantium Skelett erleiden ihre Körperteile nur noch 50% des sonst üblichen Schadens. Das machen wir. Heißt so gut wie keine verkrüppelten Körperteile mehr. Das ist doch super. So, wir gehen durch die guten Tunnel des Güterbahnhofs. Lauf da nicht so Kurven, ey. Sharon enttäuscht mich manchmal wirklich, dann fällt sehr richtig. Hätte ich von dem gar nicht gedacht. Stange Zigaretten, die können wir wieder verkaufen. Kronkorken, Buttermesser. Als wäre ein normales Messer nicht schon schlimm genug, ein Buttermesser. Oh, was haben wir denn hier? Fast übersehen. Munitionskiste, sehr leicht verschlossen. Brennstoff in den Flammenwerfer, Munitionskiste, Schrotpatronen. Juppie. Hier machen wir das Licht mal an, sonst seht ihr gar nichts. Hallo. Übrigens mit Licht an, wirklich das Licht an. Ziemlich cool gemacht, wie ich finde. Okay. Da waren wir. Da geht's nicht lang. Hier haben wir zwei Türen. Erst öffnen wir diese. Sharon ist ein Ghoul-Hasser. Selber ein Ghoul und trotzdem ein Ghoul-Hasser. Noch eine Stange Zigaretten. Alle Raucher werden zu Ghoulen, also hört auf zu rauchen. Ja, ja, Sharon. Ich wäre auch lieber an einem anderen Ort, das glaubst du mir. Ein Leuchtender. Na, mach du mal. Das wäre hiermit erledigt. Meine Herren. Kronkorken. Boah. Okay, das war ein Quickshot. In letzter Sekunde noch gut reagiert. Sind hier irgendwann nochmal die normalen Ghule? Schnauze voll, Ghule zu töten. Ich habe einen. Achtung! Meine Herren, Ghule, Ghule, Ghule. Ach du Schande. Da kommt noch mehr. So,
Ja, im Nahkampf greife ich dann doch lieber zum chinesischen Sturmgewehr. Das wird mir dann doch ein bisschen zu gefährlich, wenn wir da mit der Fernkampf. Ach, Warrington Station, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ich verstehe. Erste Hilfekasten, Blutpaket Stimpak. Schmutziges Wasser Stimpak. Auch hier ist Gas. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall nicht schießen. Stimpak. Elektronischer Leiter, nee, danke. Den Spaß kann ich mir nicht nehmen. Oh oh. Naja, habe ich mir ein bisschen heftiger vorgestellt. Okay, wir gehen in die Warrington Station. Hoffentlich endlich mal zu den Ghoulen. Die sich ja. The Revolution starts hier. Ah. Ah ja. Hey, weg mit den Waffen und rüberkommen. Keine Dummheiten, klar? Oder es hagelt Kugeln. Okay, alles klar. Wir können es auch friedlich lösen. Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir müssten die jetzt wirklich abknallen. Da können wir einen Quicksave machen. Gut, wir gehen hoch. Hallo. Was machen Sie hier? Es ist hier nicht sicher für Leute wie Sie. Was machen wir hier?